Hallo Leute, da sind wir wieder mit Borderlands 3. Wir sind auf dem Weg zu Dr. Benedict, beziehungsweise wir sind jetzt schon da. Das ist ein Teil von dem DLC Psycho Creek. Und wir sind jetzt gerade in Benediction of Pain und mussten hier in diesem Gebiet einmal hier durchlaufen. Ne? Also wenn ihr es erst einmal macht, könnt ihr auch erstmal durchprügeln. Aber ansonsten sind wir jetzt hier und laufen jetzt gerade in das Kampfgebiet rein. Warum tun wir das? Also, wir wollen eigentlich die Konvergenz haben. Das ist eine Shotgun. Die droppt er zu 10%, aber er droppt auch ein Schild namens Plus Ultra von 10% und für meinen Klassenmod von Flag droppte er den, ja, Peregrin Klassenmod. Und auch zu Peregrin Tog. 10%. Na, sowas von. Daran habe ich aber auch die ganze Zeit gedacht. Ja, so. Und das heißt, irgendwo hast du schon irgendwas gekillt, was mir ein Legendary verpasst hat, aber gut. Nehme er Na dann WF los, raus. dann ab. Überraschung da sein. Liebe meine Bazooka. Und die verwenden wir jetzt. Sehr, ihr kleinen Beavis. Beehives. Immer feste drauf. Ja, immer fest. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Also Eis geht bei ihm ganz gut. Zack. Eine, warte mal. Ich hab noch gar nicht hier. Oh Oh, warte Mann. mal. Ich hab das Schild habe ich bekommen, das. Wo ist es? Das Plus Ultra. Ah, auch nett. Munitionsabsorbierend. Kannst du wieder einsammeln? Nett. Ja, Ja, also das siehst du. war Dr. Benedict. Kein Ding, geht ganz gut durch. Aber Spawnpunkt ist ja gleich in der Nähe, sodass man den auch immer wieder schön farmen kann. ja, genau. Das ist so das Wichtige oder das Nette, wenn man einfach auch vor der Haustür wieder neu spawnen kann. Nee, schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was mitnehmen. Wie gesagt, er droppt auch eine Shotgun namens Konvergenz und ein Flag-Klassenmod namens Peregrin. So, und wie gesagt, alle drei Sachen, die er droppt, zu 10%. So. Ihr könnt ja mal ein Feedback da lassen, einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann!